Moment, hallo und kommt zurück zu No Man's Sky. Ich bin hier noch auf der Station und wie man sehen kann, habe ich erstmal einmal ein neues Outfit. Der Charakter hat jetzt hier einen Umhang und ein Iron Man Ding, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das sieht auch so ein bisschen wie ein Boba Fett Visier, hätte ich beinahe gesagt, da oben mit dem Dingen. Und ja, ein Raumschiff habe ich jetzt gekriegt. Ich bin noch ein bisschen durch die Gegend gedüst und habe nach geborgenen Daten gesucht, damit wir noch ein bisschen Baupläne freischalten können. Das können wir dann gleich noch machen. Denn ich würde gerne hier in dem System... Wow. Da guck ich mir das an. In diesem System gerne noch was aufbauen. Da muss ich noch mal gucken. Oh, das wird auch sein. Zwar basemäßig und wir waren ja schon in der Anomalie. Und da haben wir, als ich wieder gestartet bin, noch eine Mitteilung bekommen, nachdem ich auf dem Planeten war, dass wir zu einem schwarzen Loch düsen können. Das müssen wir noch machen, damit wir storymäßig weiterkommen. Aber erstmal wollte ich jetzt hier noch ein bisschen was machen. Habe ich schon. Moment, habe ich das schon alles besucht? Ach, die hätte ich schon alles besucht. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Dann brauche ich das gar nicht mehr machen. Dann, was mache ich denn jetzt? Dann gehe ich mal kurz rüber. Wir können mal kurz den Teleporter benutzen. Das haben wir ja bisher auch noch nicht gemacht. Und zwar zur Basis. Was haben wir denn hier? Ja, einfach hinwurben. Okay. Haben die das ein bisschen angepasst? Scheint so, wa? Das Problem ist nur, dass kein Saft mehr bestimmt. Da muss ich gerade überlegen, wie ich das mache, weil ich würde gerne die Basis abreißen. Jo, hier ist kein Strom mehr. Der Ofen ist aus. Okay, wir sind wieder da. Kann ich da... Dankeschön. Ich muss gerade wieder aufladen. Sauerstoff? Ne, nehmen wir das hier fertig. Der Kurschrank. Okay, jetzt sind wir wieder fit. Dann kommen wir nämlich wieder zurück. Dann gucken wir hier gerade nach Bauplänen. Ich muss dann hier auf jeden Fall mit dem Schiff zurückseppen. Alles abreißen. Und dann kann ich wieder zurückwarpen. Dann müssen wir gucken. Aber erstmal gucken wir gerade nochmal Baupläne. Analyseeinheit online. Gewünschte Forschungspfad eingeben. Technologie gucken wir mal gerade. Schon so ein Krisseln drin. Ich glaube, ich muss doch mal gucken, ob ich ein Grafik-Update machen kann, weil irgendwie ist das ein bisschen Banane. Habe ich die Dinger dabei? Ne, ich habe die Dinger nicht dabei. Ich Vollidiot, ne? Mit Tablet Natrium, das wäre kein Problem. Die brauchen wir nämlich. Warum haben die so ein Krisseln drin, wenn ich in diese Extra-Menü gehe? Irgendwas ist doch hier wieder verquer. Ich glaube, ich muss doch mal nach einem Grafik-Update gucken, ob da irgendwas ist. Da ist irgendwas verquer. Komme ich da ans Raumschiff ran? Jo, komme ich von hier. Das ist gut. Denn ich habe die nämlich, glaube ich, genau hier in den Frachtraum geschmissen. Die müssen wir gerade noch rausholen. Das finde ich nice, dass man hier drauf zugreifen kann. Das Gute ist, ich habe hier ein bisschen Frachtplatz. So, können wir ein bisschen was machen, nicht? So, also ich muss jetzt Sachen bauen. Warte mal, wir brauchten, das brauchen wir noch, Metallplatten, ne? Zwei? Ich glaube ja, ne? Natrium, brauchten wir dann noch irgendwas? Ich muss mal gerade nachgucken. Denn das ist der Sender, den wir hinsetzen können. Der hier. Natriumnitrat. Brauchen wir das? Müssen wir weiterverarbeiten dann. Gucken wir mal. Natrium. Habe ich ein bisschen. Das ist gut. 20 brauche ich, glaube ich. Hoffe ich mal. Denn damit können wir dann so eine Art Peilsender bauen. Denn das würde ich heute gerne auch noch machen. Ich würde gerne... Kann ich das in Hochleistung sein? Kann ich nicht. Ich würde gerne nämlich einen Bauplatz finden. Deswegen wollte ich jetzt mal gucken, welche Baupläne wir noch brauchen oder lernen können. Damit wir wissen, welche Basis wir bauen. Okay, das haben wir jetzt auch fertig. Das Speichersignal, den können wir nämlich gleich noch bauen. So, was haben wir denn noch hier? Batterie, die wäre noch nicht schlecht. Verdichteter Kohlenstoff brauche ich 100. Oh. Solar, Stromgenerator, Gold habe ich jetzt nicht dabei. Habe ich leider nicht gesammelt. Das müsste ich mal machen. Also Gold muss ich auf jeden Fall sammeln dann. Ionisiertes Kobalt müsste ich auch sammeln. Das ist ein Problem. Die Gefahrenschutzeinheit wäre nicht schlecht, weil die lädt, glaube ich, dann unsere Dinge auf. Das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich habe mir noch ein paar Module gekauft, weil ich ein paar Nanitiden gesammelt habe zwischendurch. Hier brauchen wir magnetisiertes Ferrit. Das wäre sogar machbar, glaube ich, noch. Mal gucken, aber das machen wir dann später. Achso, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Ich kann auch wechseln, Bitch. Strukturen. Holzstruktur, ja, können wir fertig machen. Aber ich will erstmal gucken, was die anderen noch so zu bieten haben.
gucken wir mal. Das war Stein, da brauchen wir Silikat. Und reines Ferrit. Das wäre sogar machbar. Die könnten wir sogar lernen. Dann hätten wir das komplett. Was haben wir hier noch? Oh, die haben wir noch gar nicht freigeschaltet. Das braucht Eisen. Das können wir freischalten. Okay. Dann nehmen wir da mal so viel von wie geht. Das ist nämlich, glaube ich, alles Metall. Wobei, gab es nicht noch das andere Zeug? Wo war das andere Zeug? Das neue geile Zeug. Achso, das war drüben in dem anderen Ding, ne? Das war in dem... in der Anomalie. Mist. Da weiß ich natürlich nicht genau, ob ich die Dinger da brauche. Aber egal, wir nehmen erstmal die Dinger hier mit. Das müssen wir sowieso alles freischalten, wenn wir da noch was bauen wollen würden. Dann kann ich das ja jetzt schon machen. Ich habe ja ein paar Dinger gesammelt. So, nun kann ich nochmal welche sammeln gehen zwischen den Episoden. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass wir jetzt einen Ort finden schon mal. Wo wir was bauen könnten. Das wäre wichtig. So viel, wie viel habe ich noch im Inventar? Gucken wir mal gerade. Ich habe noch 32, okay. Geht das Ding natürlich wieder auf. 32 Strukturen. Die müsste ich nochmal, dann hätte ich die kompletten. Ne? Holz will ich aber eigentlich nicht bauen. Da habe ich auch nicht mehr so viele. Hier, die kann ich noch lernen. Wo kann man so viel Ferritstauber? Was können wir, wir lernen das noch alles. Dann ist das weg. Da haben wir das alles gelernt. Okay, wie viel habe ich noch über? 22. Lern ich die restlichen dann auch noch? Was fehlt denn von den Silikatdingern hier, also von den Steindingern? Die Holzdinger sind auch nochmal 2, 4, 6, 9. Okay. Und hier sind es 2, 4, 6, 9, 18. Das kommt nicht ganz hin. Wir haben 17. Komm, dann lernen wir die Steindinger hier noch, dann ist egal. Ich frage mich, ob man da so ein bisschen themenmäßig dann irgendwas machen kann oder will. So, wie viel haben wir noch übrig? 13 geborgene Daten. Doch, das müsste reichen. Okay, wir haben alles gelernt hier von den Baustrukturen, ne? Also die zumindest, die man hier machen kann, die Standarddinger. Ich frage mich, warum man die auch lernen kann, wenn man aber nachher die richtig geilen Dinger im Dings lernen kann. Hier brauche ich magnetisiertes Ferrit. 60 Stück, die muss ich dreifach, glaube ich, machen, ne? Und den verdichteten Kohlenstoff muss ich gucken. Wie viel Kohlenstoff habe ich hier eigentlich? Warte mal. Vielleicht können wir das ja doch noch lernen. Ohne Kohlenstoff habe ich nicht so viel. Ja, dann ist das nicht so geil. Reines Ferrit müsste ich weiterverarbeiten. Ich bräuchte 60. Wenn ich das weiterverarbeite, ne? Komme ich nur auf 51. Hm, reicht nicht ganz. Ja, komm, wir gucken mal. Wir quetschen das dann noch irgendwie rein. Da muss ich aber nochmal Kohlenstoff besorgen. Weil Kohlenstoff ist jetzt nicht so schwer zu besorgen. 51 haben wir. Kann ich noch Ferrit? Ich brauche 9. Das heißt, wollen wir das Zeug denn? Hier Eisen. 9. Wie brauche ich denn davon, wenn ich das weiterverarbeiten will? Weiß ich gar nicht. 18? Reicht das? 9, genau. Kann ich machen, okay. Verdoppelt sich also sozusagen. Das kommt dahin. Wir brauchen noch 16 von den anderen Dingern. Okay, dann haben wir das auch fertig. Dann können wir das eine doch noch lernen. Dann können wir Batterien nämlich bauen. So. Hier, kommen, dann lernen wir das. Verdient der Kohlenstoff nur 90? Habe ich verrechnet? Ha. Egal. Wir haben noch eine geborgene Daten. Das können wir jetzt nicht gebrauchen, ne? Da können wir nichts machen. Dann packe ich die erst in das Raumschiff zurück. Bei Fracht. Hier, da rein. Ich bin froh, dass ich das von hier aus machen kann. Hier, wie man sehen kann, ich habe hier noch ein Modul. Wärmeschutz. Habe ich jetzt noch nicht eingebaut, weil ich halt keinen Platz mehr habe. Ich habe hier auch noch andere Module. Die anderen habe ich aussortiert. Und ich habe hier in einem kaputten Frachter noch ein geborgenes Fregattenmodul gefunden. Das heißt, wenn wir nachher eine Flotte aufbauen mit den großen Schiffen, können wir die Dinger benutzen dann da. Da müssen wir gucken. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal ein Schild drin und so. Da ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was im Raumschiff. Multiwerkzeug, ich habe das schon gesehen. Das habe ich ja auch geupgradet gehabt. Und hier habe ich noch ein paar Frachtmodule eingesetzt. Da habe ich sogar Platz, sehe ich gerade. Warte mal. Kann ich dann... Was schmeiße ich denn da rein? Hm.
Natrium? Das muss ich mir dann wieder hier rausholen, ist auch blöde. Ich glaube, Eisen könnte ich reinmachen, ne? Brauche ich das nur, um das freizuschalten? Warum hat er das nicht verbraucht? Hm, merkwürdig. Ist auch egal. Das habe ich noch gefunden. Was das hier zu brauchen ist, weiß ich nicht. Genau, Mineralien aufzeichnen. Da kann man irgendwie was finden. Ich weiß nicht, ob das ein Ort ist oder sowas. Muss ich mal gucken. Das kann ich nicht genau sagen. Okay, wir gehen wieder zurück. Während das hier noch weiter hämmert. Und zwar gehen wir nach Blissonum zurück. Hier hin. Ja. Da wollen wir unsere neue Base bauen. Und da ist auch die Anomalie und alles. Da müsste ich mal gucken, wie viel Daten ich da eigentlich brauche in der Anomalie. Das könnte ich dann aber zwischen den Episoden mal machen. Das mache ich jetzt zwischendurch, wenn ich Zeit habe. Damit. Okay. Das war merkwürdig gerade. Da bin ich noch einmal weitergelaufen. Kann ich mich jetzt hier bewegen? Dankeschön. Daten könnte ich noch holen, das lasse ich jetzt aber erstmal. Das wird jetzt einen Moment dauern, fürchte ich. Okay. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Raumschiff? Da drüben. Auf der Seite war ich aber auch schon, ne? Da habe ich schon alles erledigt. Ich habe ja schließlich meinen Anzug und alles gemacht hier. Ich habe ja jetzt meine Identität geändert. Ich hatte erst überlegt, ob ich so ein Reisendengesicht mache, aber ich denke mal, dass ich erstmal so umlaufe und später dann ein Reisendengesicht mache. Das könnte ich dann machen. Hier, das Ding ist rot. Da habe ich mir schon das Upgrade geholt. Hier habe ich mir noch ein paar Dinger geholt. Ich muss Naniten wieder sammeln. Hier kann ich am Schiff noch was ändern. Das mache ich aber später irgendwann. Das kommt jetzt noch nicht. Ich will ja immer noch so ein Viper-Schiff haben, aber die haben das hier irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auf den, in dem Gag-Solar-System dann vielleicht ist. Es geht so ein bisschen Richtung Viper, aber halt noch ein bisschen anders. Und ja, ich habe gedacht, weil der halt ziemlich gut ist, ist Klasse B halt und hat auch ein bisschen Platz. Müssen wir mit. Noch was hier? Nee, okay. Machen wir uns mal auf den Weg. Was? Standort verlassen? Standort verlassenes Schiff. Achso, wir hatten. Ich hatte hier zufälligerweise, als ich zurück zur Station wollte, wie wir starten können, ein Schiff gefunden, was hier, wie soll man das sagen, rumtreibt, was ein Notsignal gesendet hat. Und es wurde mir geraten, nicht darauf zu reagieren, aber ich habe natürlich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe mir gedacht, hey, warum nicht? Nimmst du mal an. Und der hat mir ein paar Daten geschickt, die ich im anderen System noch gucken kann. Das machen wir demnächst. Ich muss erstmal gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Treibstoff sammeln. Und wie man sehen kann, ich habe hier eine Menge zum Sammeln. Das würde ich gerne erstmal abarbeiten hier. Denn wir haben hier da Notrufsignale. Da können wir nämlich gucken, vielleicht gibt es auch andere Schiffe. Und ich denke mal, wir gucken da erstmal rein. Da oben ist auch noch was. Ich glaube, verlassenes Gebäude oder sowas ist da auch noch. Das wollte ich mir auch nochmal angucken. Da gibt es manchmal auch ganz nette Sachen drin, ne? Notrufsignal, können wir mal gucken. Ich weiß nicht genau, doch, wir hatten, glaube ich, eins. Ich hatte ein Notrufsignal. Was? Interessantes Objekt. Was? Interessantes Objekt. Achso, ich muss hier, warte, hier X und dann hier. Wunsch zu Hilok, Identität, ich bis Aplogynis, Sosnos, Gildon, was? Babai Kotra Atam. Der Pilot schwafelt mich voll, er ist aufgeregt, einen anderen Händler zu treffen. Frachtverzeichnis begutachten, Kommunikation beenden. Was will der von mir? Frachtverzeichnis begutachten. Will er mir Sachen verkaufen? Oh, Konvergenz für Platte hier sogar. Okay, Platinum. Das habe ich auch nicht gesehen. Kann ich das dann verkaufen? Könnte ich, aber ich habe nichts Tolles zu verkaufen, glaube ich, gerade, was so interessant wäre. Nicht wirklich. Bin aber überlegen, ob ich mal ein bisschen Sachen abbaue, damit ich die vielleicht verkaufen kann. Das hier würde ich gerne mal behalten. Das würde ich gerne mal aufmachen. Und dann mal schauen. Aha, das war ein fliegender Händler irgendwie oder so, wa? Ich bin mir nicht sicher, ob der vielleicht auch ab und zu mal besondere Sachen hat vielleicht. Das weiß ich nicht genau. So, wenn das mal Notrufsignal, was ich haben wollte. Da unten irgendwo, ne? Da wollte ich hin. Gehen wir erstmal dahin gerade. Denn ich hatte, als ich zwischen den Episoden was gemacht habe, hatte ich hier ein Notrufsignal gehabt. Auf dem anderen Planeten allerdings, glaube ich. Oder war das hier? Ich bin mir nicht sicher. Und da war es so, dass man das Schiff nicht mitnehmen kann oder keine Notrufkapsel, sondern da war tatsächlich ein
Corvax, der ein Problem hatte. Der musste notlanden und brauchte Hilfe. Und wir haben dann sozusagen das Schiff repariert. Da ist auch wieder ein Schiff. Kann man das mitnehmen? Sieht so aus, als wenn keiner da ist irgendwie, ne? Manchmal findest du hier echt ganz nette Schiffe. Wow. Kann ich hier irgendwo landen? Da. Du musst wieder einen Kilometer weit weg landen, ne? Okay. Ja, ich bin jetzt hier umgelandet. Ist egal. Ja, doch, wir waren hier auf dem Planeten. Wie man sehen kann, ich habe jetzt hier links ein Radioactive-System geholt. Das heißt, ich habe eigentlich ein Schild, aber da das im Augenblick so ein bisschen ausgeblichen ist, das Symbol über der Leiste, ja, ist es leider verbraucht. Hier haben wir tatsächlich ein Schiff, das wir reparieren können. Robeo der Sterne. Aber ich mag diese Art von Schiffe nicht unbedingt. Ist es Klasse C? Ich kann es vergleichen mit meinem. Meins ist besser, glaube ich, oder? Oh, das hat sogar mehr Angriff hier. Ne, das ist meins. Ja, das ist ein B-Klasse. Das hat Hyperantrieb, hat es ein bisschen besser als meine, aber ich kann es beanspruchen, dann gehört es auch zu mir, aber nee, lassen wir mal. Das ist sogar doppelte Schilde, wow. Okay. Das lassen wir mal. Das kann jemand anders machen, wenn er möchte. Ja, ich weiß, wir müssen da gucken. Ich hatte ja ein paar Sachen mitgenommen gehabt von der Station hier zum Gucken, damit wir sehen, was wir haben. Das wiederholt sich natürlich mit der Zeit jetzt, deswegen will ich das nicht die ganze Zeit machen. Ich wollte jetzt hier gerade mal gucken, dass ich die Dinger noch verbrauche. Und was war da nichts drin? Nein, habe ich mitgenommen. Moment, ich habe gerade irgendwas. Ah, Raumschiffsschild Typ A. Was? Wo habe ich das hier mitgenommen jetzt gerade? Habe ich das aus der Kiste rausgeholt? Extrem leistungsstarkes Upgrade für den Abwehrschild eines Raumschiffs. Oh, nice. Klasse A ist, glaube ich, besser als das, was ich habe. Da muss ich mal nachgucken. Es gibt halt einen Unterschied. Es gibt halt... Wo waren das jetzt? Diese Dinger. Das kannst du direkt einbauen hier, das Modul. Das hast du wirklich da. Und das ist das, was ich eigentlich am Anfang hatte damals, als ich das gespielt habe. Du kannst auch die Baupläne lernen. Da kannst du das nämlich jederzeit irgendwo einbauen. Das heißt, du, wenn du es nicht mehr ausbaust oder vergisst oder sonst irgendwas, dann, ja, kannst du das machen. Man hat ja auch gesehen, da gibt es ja auch die Möglichkeit, du kannst das Schiff tauschen oder kaufen. Beziehungsweise in Zahlung geben. Gibt es halt auch die Möglichkeit. Moment, wieso habe ich hier gerade ein Symbol? Der zeigte mir gerade, dass hier unten, da ist was. Ein Wissensstein, den nehme ich gerade mit, wenn der hier gerade vor meiner Nase ist. Warum hat hier mir eigentlich auf dem Schiff gerade gezeigt, dass hier noch irgendein Modul ist? Das Wort von haben wir gelernt, okay. Hier ist doch kein Modul, das ist doch da hinten. Da will ich jetzt aber nicht hinlaufen. Das mache ich zwischen den Dingen, weil das ist halt nur stupide durch die Gegend laufen, die Dinger ausbuddeln und so. Und hoffen, dass du keine Piraten hast hier zwischendurch. Das haben die irgendwie geändert, weil jetzt wenn du irgendwie in einer Station hier bist oder so, kann es sein, dass plötzlich Piraten dabei auftauchen. Früher war das eigentlich nur im Weltall so und der zeigt mir das echt noch an hier. Warum? Ist das noch irgendwas, was ich fokussiert habe? Sehr merkwürdig. Okay, wir fliegen wieder ins Weltall. Und düsen dann nochmal schnell zum nächsten Posten. Das würde ich jetzt gerne mal machen. Da lief diese Episode nicht ganz so viel. Mal gucken, vielleicht kann ich noch ein bisschen was machen oder so. Ich weiß gar nicht, habe ich einen Mining Laser im Schiff hier drin? Da muss ich mal gerade gucken. Ich habe keine Technologie drin. Was könnte ich einbauen? Brauche ich verdichtete Kugelstoff. Da könnte ich einen Raketenwerfer einbauen und Düseneffizienz. Das muss ich einbauen, das habe ich mir gekauft. Da brauche ich immer noch Kabelbäume. Die muss ich mir in einer Station kaufen. Und die Wasserstoffgelee, damit ich nicht so viel Benzin verbrauche. Beziehungsweise Treibstoff hier in dem Fall. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Technologie. Ein Schild hat man. Die Dinger kann man übrigens später dann in den Technologiebereich hier packen. Das ist dann nachher machbar. Wobei jetzt das umrahmt ist, denke ich mal, also mehr Slots als das hier kriegst du nicht. Je größer das Schiff nachher wird, wenn du Transportschiff hast und so, hast du natürlich auch mehr Technologieslots. Glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Oder man muss es separat upgraden. Das gilt es alles noch rauszufinden. Da müssen wir nochmal gucken. Schildgenerator kann ich nochmal upgraden. Brauche ich aber nicht. So, wir gucken mal. Ich habe keinen Mining Laser dabei. Also es gibt auch Schiffe, wo du einen Mining Laser einbauen kannst. Und dann kannst du halt effizient hier Material sammeln. Ich würde sagen, wir gehen mal zum verlassenen Gebäude.
Da waren wir noch nicht, das hatten wir bisher noch nicht. Das war auch was Neues, eine Sehenswürdigkeit hier. Auf der anderen Seite vom Planeten. Eine Ruine kennen wir schon, ich weiß nicht, ob ich die nochmal abklappern soll. Mal gucken, andererseits würde ich das gerne abklappern, dann haben wir das alles weg. Schauen wir mal. So, ich bin gespannt. Verlassenes Gebäude, weiß ich gar nicht. Hatte ich sowas schon mal besucht oder nicht? Doch, ich glaube ja, aber das ist selten. Waren hier die Eier oder so? Ich bin mir nicht sicher. Da ist der Eingang. Später, da muss ich gucken, wenn das Schiff noch ein bisschen besser ausgerüstet ist, dann gucken wir mal, dass wir hier mal ein paar Stationen einnehmen, sag ich immer so. Damit wir hier Technologie kriegen können. Ziel erreicht. Das sieht ja echt schleimig aus hier drin. Mann, Mann, Mann. Wenn man guckt hier. Dunkel ist es hier. So, wir brauchen auf jeden Fall Naniten. Das ist ja wichtig. Hier haben wir noch ein... Naja. Die Station ist ein bisschen fertig. Alleingelassenes Terminal. Ja, Schleim. Schleim nehme ich immer mit. I. Dass man sowas überhaupt verkaufen kann, finde ich interessant. Aber hey, warum nicht? Wiederkehrender Nutzer identifiziert. Terminal jetzt aktiv. Fortsetzung des Datenprotokolls zur Analyse freigeben. Ich erblickte die grellrote Kugel zwischen den Wolken. Ein riesiges, unheilvolles Auge. Starr und abscheulich. Die Angst ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hätte Angst, dass es mich sehen würde. Aber dann bewegten sich die Wolken und es war verschwunden. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt real gewesen war. Vielleicht verstopfen die Pilzreste der letzten Welt, die ich besuchte, immer noch die Lüftung meines Exo-Anzugs und beeinflussen meine Wahrnehmung. Ich habe meine Filter jetzt schon 6-mal gereinigt, aber ich kann sie immer noch spüren. Ich entdecke etwas Verschlüsseltes im Datenprotokoll des toten Reisenden. Es wurde etwas hinterlassen, das mir auf meiner Reise helfen wird. Naniten, oh nice. Naniten kann ich gebrauchen, ja? Wir gucken mal hier rein. Die ist definitiv fertig, die Station. Also die... Ich sag mal so, wenn man den Schleim hier wegkriegt... Ich brauche unbedingt den Atlaspass hier. Wenn man den Schleim hier wegmacht, die Grundstruktur, die ist ja noch okay hier. Ne? Da musst du nur hier und da ein bisschen was reparieren. Aber an sich könnte man das, glaube ich, noch nutzen. Ausgangsmaterialmäßig ist okay, glaube ich. Fertig der Kohlenstoff. Beschädigte Maschine. Noch mehr Schleims. Schleims, okay. Das war's, ne? Mehr war hier nicht, okay. Hier müssen wir übrigens auch aufpassen, wenn da manchmal ein Stromkabel runterhängt, dann kannst du auch eine gewischt kriegen hier. Das wäre nicht so gesund. Okay, das war's, ne? Station 8 hier. Aber hier sind wieder die Eier. Die nehme ich jetzt aber nicht mit, weil dann kommen die Viecher hier wieder raus. Ich habe zwar einen besseren Laser, aber das muss ja nichts heißen, oder? Hier, Navigationsdaten immer wichtig. Oh, nochmal Naniten, nice. Okay, haben wir das verlassene Gebäude auch abgecheckt. War jetzt nicht so viel, muss ich zugeben, aber okay. Oh, die Düsen sind alle. Müssen wir gerade auffüllen. Düsen, auffüllen, hier. So, dann gucken wir mal, was habe ich denn noch? Notrufsignal habe ich noch und Dingens. Ja gut, dann machen wir das gerade noch. Dann machen wir die Ruine zum Schluss. Habe ich hier wirklich alles weg und dann können wir in der nächsten Episode durchstarten. War diese Episode nicht ganz so viel, aber das gehört ja auch dazu. Ich muss mal gucken, ich muss eigentlich einen Mining Laser immer noch haben hier für Dingens. Gehen wir erstmal, wie lange ist die Ruine? Ist das noch ein bisschen länger? Ich habe hier noch mehr, sehe ich gerade. Oh. Wir gehen mal. Gehen wir zur Ruine erst. 42, die sind beide gleich weit weg, sehe ich das richtig? Ankunftszeit wird noch länger berechnet. Da eine Stunde. Gehen wir da hin. Oh, abgestürzter Frachter. Nice. Da muss ich nur gucken, dass ich da wieder rauskomme. Ich hatte nämlich das Problem... Oh, das sieht auch nice aus mit dem Planeten da. Ich hatte das Problem, dass ich das ausgegraben habe und dann habe ich den Ausgang nicht gefunden. Das Problem ist die Strahlung. Wenn du das Ding aufmachst, die ist halt so hoch, dass du dabei drauf gehen kannst. Und ich stand echt da. Ich habe da den Ausgang nicht gefunden. Habe versucht, mein Schild zu heilen, dass ich dann da noch Zeit habe zu suchen. Und dann habe ich die erstbeste Ecke genommen, wo ich mich rausgraben konnte, damit ich da wieder wegkomme halt. Da ist der Frachter. Oder was davon übrig geblieben ist. So, dann gehen wir mal hier hin. Ich hoffe nur, ich habe genug Material, um die Türen aufzumachen, weil du brauchst halt spezielles Material dafür. Aber ich würde sagen, wir sammeln erstmal hier ein.
Das ist zum Glück immer alles gleich aufgebaut. So. Ja, willst du da sein? Jo, ist er schon. Das ist der Vorteil. Warum kann ich hier nichts mehr... Oh, ist das Material alle? Habe ich jetzt gerade alles verbraten hier? Multiwerkzeug leer? Jo. Silikatpulver habe ich ja genug. Dann können wir das da reinschmeißen. So, gucken wir mal. Okay, was müssen wir reinmachen? Chromatisches Metall brauchen wir hier. Oh. Das haben wir jetzt gerade nicht am Start. Da muss ich mal gerade ein bisschen was herstellen. Chromatisches... Nein, das nicht. So, ein chromatisches Metall. Erstmal hinstellen. So, ein Aufladen. Kupfer war das, glaube ich, ne? Ich komme da mal durcheinander. Ich glaube, ja. Machen wir ein bisschen mehr. Machen wir mal so 50 oder so. Ich hoffe, das reicht. Ich muss da auch nochmal gucken, dass ich demnächst mal ein bisschen mehr sammle. Also Kupfer und Kobalt hier. Ionisiertes Kobalt brauche ich dann auf jeden Fall. Das ist ja die Weiterentwicklung davon. Also die Weiterverarbeitung, so rum. Die Raffinierung. Raffination? Ich habe keine Ahnung. Das kommt ein Hochleistungsanzug. Okay. Die sammeln wieder ein. Und dann können wir das hier gerade aufmachen. Ich bin mal gespannt, was wir hier so finden. Ich hoffe, wir finden was Tolles. So. Okay, können wir was mitnehmen? Ja, können wir. Bisschen Gill. Wenn ich ein Schild hätte, dann wäre das jetzt nicht so schlimm, aber da ich jetzt gerade kein Uran und nichts dabei habe, um das Schild aufzuladen, bringt mir das nichts. Ich werde auch gucken, in der Basis muss ich mir dann so ein Schildgenerator-Dings hier bauen, dass ich das dann machen kann, aber das kann ich euch dann ja nochmal zeigen. Das ist zumindest das, was ich jetzt noch weiß. Aber wir sind jetzt bald durch, also tutorialmäßig sind wir eigentlich schon bald durch. Das zieht sich halt, weil ich hier halt rumdörpe. Darf ich noch mitnehmen? Oh Gott, hat er das mitgenommen? Ich habe das doch gar nicht freigeschaltet. Doch, hat er mir mitgenommen. Hä? Das muss aber ein Bug sein. Oh Gott. Weil ich habe das Ding ja nicht mit E geöffnet eigentlich. Und trotzdem hat er gesagt, jo, hier. Müssen wir gerade gucken, dass ich das hier richtig frei mache. So. Ich möchte hier gleich ohne Probleme rauskommen. Und ich muss gucken, dass ich hier nicht durcheinander komme wieder. Denn, das möchte ich nicht gönnen nochmal haben. So. Okay, da müssen wir gleich lang. Chromatisches Metall, jo. Okay, jetzt muss ich hier raus, ganz schnell. Hitzekondensator habe ich gefunden, okay. Muss mal ein bisschen weg hier. So. Gucken wir mal gerade. Ein Wärmeregler, der aus verfeinertem organischem Material hergestellt wurde. Er ist einmalig, wenn es darum geht, Hitze nach Bedarf zu erzeugen, zu zerstreuen und zu verteilen. Aus Solanium und Frostkristallen hergestellt. Das kenne ich noch gar nicht. Okay. Können wir das zufällig hier frachtmäßig dann da einpacken? Ja, wir haben nämlich gerade ein bisschen viel Natrium. Muss ich gerade ein bisschen Platz machen. So, gucken wir mal. Wir hatten noch hier vorne noch so ein Ding. Das ändert sich leider nicht. Das haben sie halt, weil das generiert ist hier als festes Ding, denke ich mal, ist das immer gleich. Wo war denn hier der Eingang? Da ist der Eingang, ne? Weh, da wollte ich nicht hin. Die Luke freimachen, okay. Dann, jetzt gehe ich natürlich da hinten blickenderweise. Das war total dämlich. Glaubst du, komme ich hier ran? Okay. Okay. Oh ja, sehr nice. Wir haben Dings gekriegt noch. Okay. Ja, haben wir festgestellt. Haben auch gerade gespürt. So. Ich muss gleich mal gucken, dass ich ganz schnell das Schild auflade. Ach, da schon. Dass er das manchmal automatisch macht, ne? Das finde ich ein bisschen komisch. Manchmal macht er das nicht und ich weiß nicht genau warum.
So, der letzte müsste jetzt hier sein, dann haben wir das auch gleich weg. Und dann gucken wir nochmal das letzte Teil. Was ist das Ding da? Die Frachtkapsel, okay. Der letzte Notruf dann hier noch. Und dann haben wir hoffentlich alles durch, was wir gucken können. Ich würde halt gerne noch nach der Basis schauen. Beziehungsweise nach dem Standort für die Basis. Wo ist denn das Teil? Muss doch irgendwo... Da hinten, weiter drüben. Ach Mist. Muss hier irgendwo sein. Da ist er. Da ist er. Okay, ein bisschen Gil. Ein bisschen so Gil nicht. Ey, jetzt bin ich gerade bei falschem Spiel. Ein bisschen Credits. So, jetzt haben wir aber alles mitgenommen, oder? Ich glaube ja, ne? Da ist noch ein Modul, könnte ich mitnehmen, aber das mache ich zwischen den Episoden. Meine Uranansammlung wäre natürlich nice. Dann könnte ich nicht mein Schild aufladen. Warte mal, da gucken wir da nochmal nach. Was ist denn das? 400 Meter in die Richtung? Müsste ich darüber. Kann ich mir das markieren? Ja, nicht damit. F. Ich komme jetzt gerade wieder durcheinander. Hier mit E. Ist das auch Uran? Jo. Weißt du was, komm, da fliegen wir gerade mal hin. Ich weiß nur nicht, ob er das markiert behält, wenn ich jetzt einsteige. Ich hoffe es mal. Bin mir nicht sicher. So, mein Schild ist nämlich auch ein bisschen lediert schon wieder. Wo ist meine Markierung? Da, okay, er hat es markiert. Warum er das manchmal macht und manchmal nicht, weiß ich nicht genau. Das ist ein bisschen seltsam. Da ist Uran? Das siehst du ja gar nicht. Krass. Okay. So. Jo, da ist Uran, Tatsache. Okay. Sammeln wir das mal direkt ein. Das ist ein bisschen anders hier, ne? Terrainmanipulator hier und dann mit R&T kleiner, ne? Oh Gott, das ist zu groß. Immer schön klein machen. Dann dauert es zwar länger, aber ihr kriegt dann mehr raus. Boah, da kriegt die Struktur gerade ein bisschen die Krise, habe ich das Gefühl. Die haben das irgendwie geändert hier, ne? Kann das sein? Weil das irgendwie so ein bisschen, das ist nicht so sauber hier, das Uran, sondern das ist ein bisschen dreckiger, der Spot hier. Was aber auch Sinn macht, weil in der Natur ist es, glaube ich, auch nicht. Das ist, glaube ich, irgendwo an irgendwas gebunden oder so. So, dann nehmen wir das jetzt noch mit hier. Und dann können wir damit nämlich zum Beispiel diese Schilde, diese Hitzeschilde oder die, jetzt in meinem Fall Strahlungsschilde oder sowas, dann hier aufladen. Und dann haben wir da keinen Stress mehr mit. Das können wir nämlich ein bisschen länger ausmachen. Ich habe auch noch ein paar andere Upgrades, die kann ich euch gleich noch zeigen. Hab ich vergessen, da habe ich natürlich wieder direkt losgelegt und euch die Sachen gar nicht gezeigt. Mal. Ich will das jetzt natürlich gerne noch mitnehmen hier. Das ist so eine größere Ader, glaube ich, hier. Sieht zumindest so aus, solange das noch bunt ist. Okay. Das nehmen wir noch mit. So, wir gucken mal gerade. So, kann ich euch gerade mal zeigen. Exo-Anzug hier und dann müssen wir... Wo müssen wir hin? Der Schmuggi, hier, da ist der Anzug. Können wir direkt aufladen. Hier ist ein Schild. Moment, die Panzerung. Habe ich die nicht geupgradet? Die sieht so farblos aus. Zerlegen? Ah, nee, ich kann die sogar zerlegen, damit ich hier was rauskriege. Okay. Da, das habe ich gekauft. Hier, perfekte Verbrennungseinheit. Hier, S ist beste Qualität. Also Jetpack Tanks plus 210%. Sprinterholung plus 39%. Das heißt, ich kann schneller wieder loslaufen. Anfänglich Schubkraft ist 8% stärker und Sprintdistanz ist 40%. Das heißt, ich komme noch ein bisschen weiter. Die Dinger kannst du auch später hier wechseln noch, beziehungsweise schieben. Wir haben ja genug Slot frei, glaube ich, ne, oder? Kann ich das verschieben? Ne, kann ich nicht, weil die nicht freigeschaltet sind. Okay. Da gibt es ein bisschen was zu tun. Aber ich kann jetzt hier, wie man sehen kann, das Symbol ist aufgeladen da. Und wie man sehen kann, bewegt sich der, ist das klein? Ja. Bewegt sich der, die Linie davor. Das heißt, es wird verbraucht jetzt hier.
Oh nein, jetzt habe ich das hier erst alle. Multiwerkzeug, aufladen. Okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen was mit. Und ja, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen. Ich muss mal gucken, ich muss ein paar Sachen noch ein bisschen fertig machen hier. Ich würde gerne mehr Module einbauen. Dann habe ich nachher auch ein bisschen mehr da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich kann zwei von den Modulen einbauen. Von der gleichen Sorte. Bin mir nicht mehr sicher. Und dann hast du den Vorteil, du kannst es halt ein bisschen decken, aber du kannst es halt nicht bis unendlich decken. Ich glaube, du kannst drei von den Schilden einbauen. Und dann ist Ende. Warum ruckelt das hier eigentlich so extrem, ey? Irgendwas ist doch hier im Argen schon wieder. Weil jedes Mal, wir frieren das ja alles weg hier und irgendwie kriegt er so ein paar Bildprobleme, ich das Gefühl. Das sieht nicht sauber aus. Aber vielleicht war das früher auch schon so, ich weiß nicht mehr genau. Aber noch, ich sammle, würde ich sagen, noch ein bisschen was und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Wir sammeln noch den letzten ein, das ist, glaube ich, das Notrufsignal. Und dann sind wir damit auch durch und können uns mal ein bisschen nach einem Standort umsehen für die neue Base. Ich weiß nicht genau, was ich dann baue, das muss ich mir noch überlegen. Das kann ich noch nicht genau sagen. Ich würde ja gerne das neue System bauen, aber dazu muss ich halt, was man erinnert hier. Dazu muss ich dann halt zur Anomalie gehen. Und da muss ich auch nochmal ein paar geborgene Daten, glaube ich, abgeben. Aber da muss ich dann halt, ja, die erstmal haben. Wo ist er denn jetzt rum hier? Irgendwas verquer hier gerade. Oder ist hier gerade eine ganze Horde unterwegs? Das sieht ein bisschen strange aus. Ich bin froh, dass wir das überhaupt abarbeiten können hier, während die da ein bisschen drauf rumlaufen. Aber wie man sehen kann, es dauert natürlich länger, ne? Drastisch länger hier, wenn man das auf kleine Stufe macht. Der Vorteil ist aber meiner Meinung nach, du kriegst halt mehr raus. Es kommt halt einfach viel, viel mehr raus hier bei der Stelle. Können wir gleich mal gucken, wie viel Uran wir in so einer abgebaut haben. Wenn wir das fein abbauen, wenn man da nicht so drauf verpflichtet ist, kann man auch dann auf Großständer bis zurück zu durch, aber dann hast du halt dementsprechend noch nicht so viele Ressourcen, ne? Das ist ein bisschen wie so ein, ich hätte gesagt, wie so ein Speziallaser halt. Ist ja auch ein Laser. So, wir haben alles mitgenommen. Gucken wir mal gerade nach. Wir haben 800. Nicht ganz so viel Uran, wie ich gedacht halt. Die Stelle ist nicht ganz so groß, aber ist okay. Und wie man sehen kann, Schild ist schon wieder alle. Das ist halt so eine Sache, das können wir auch nochmal aufladen. Und hier, also wo habe ich das Technologie, ne? Da. Das ist ja so schnell alles, hätte ich gar nicht gedacht. So. Dann habe ich den Vorteil, ich habe jetzt mal ein bisschen Schutz und es passiert gar nichts. Bevor das hier direkt losgeht. Ich würde sagen, ich fliege zur nächsten Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.